Hi Leute, ja, in dem heutigen Video will ich euch zeigen, wie man mit einem Lip Liner und dem passenden Lippenstift die Lippen optisch vergrößern kann, so dass die Lippen ein bisschen voller und praller aussehen. Und ja, das benutze ich oder ich mache diese Methode halt sehr, sehr oft, wenn meine Hyaluronsäure in den Lippen ein bisschen nachgibt oder zurückgeht. Wer das Video mit meinen Lippen noch nicht gesehen hat, wie ich sie mir beim Arzt aufspritzen lassen habe, dann verlinke ich euch das Video mal hier. Und falls ihr mit eurem Handy mobil guckt, dann verlinke ich es euch unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch das Video mal angucken. Und legen wir mal los. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich einen Lippenstift, den wir gerne tragen würden. Das ist jetzt hier heute mein MAC. Ja, und den passenden Lip Liner. Ich habe mir zwar den passenden Lip Liner auch gekauft von MAC, aber das ist diese mit der weichen Mine. Das heißt, der ist sehr, sehr schmierig, wie man das auch an dem Stift erkennen kann. Ist der sehr, sehr schmierig und man kann nicht präzise mit ihm arbeiten, auch wenn dieser Stift angespitzt ist. Ich bin nicht so der Fan dafür, davon. Ich bin eher so dieser hier, ne? So dieser ganz normale Kohlstift, der so ein bisschen härter ist, wo man auch bessere Konturen mitmalen kann. Was ihr noch machen solltet, was optimal ist, wenn ihr einen leichten Flaum habt, also einen leichten Damenbart habt, würde ich die kleinen Härchen entfernen. Ob ihr jetzt das mit Kaltwachsstreifen macht oder zupft oder wie ich mit der Enthaarungscreme. Ja, ich habe es erst heute Morgen gemacht, aber ich vertrage es halt gut. Ihr müsst dann halt immer gucken, wie ihr mit der Enthaarungscreme zurechtkommt. Es gibt auch extra jetzt eine Enthaarungscreme fürs Gesicht, also auch für das Oberlippenbärtchen. Aber ich benutze jetzt einfach nur das ganz normale für das Bein. Das mache ich schon seit Jahren und ich habe da keine Probleme mit. Hier diese ganzen Schrammen, die ich habe. Ich hatte leider einen Unfall. Ich bin gestolpert und bin mit dem Gesicht aufs ja, auf die Pflastersteine drauf gekommen. Ich habe den Boden geknutscht, auf gut Deutsch gesagt, und deswegen sehe ich ein bisschen demoliert aus. Also nicht wundern, warum ich so aussehe. Ich zoome euch ran, ich versuche das entweder übers Display oder mit dem Spiegel hier zu machen. Am Anfang sollten wir die Lippe mit Make-up oder Puder, je nachdem was ihr benutzt, am besten ist immer Make-up, neutralisieren, sodass die Lippefarbe ein bisschen zurückgeht. Ich gebe jetzt auch keine extra Pflege auf meine Lippen drauf, damit die nicht zu rutschig sind, damit ich mit meinem Lipliner nicht hin und her rutsche. Also wie gesagt, gut anspitzen und dann einfach drüber malen. Ich fange meistens mit der unteren Lippe an und da seht ihr, hier ist ein bisschen schief mein Mund, aber der war schon immer so. Und da fange ich schon an, hier unten ganz leicht über die Lippen, über den Lippenrand zu malen. Der ist ja ein bisschen heller. Und da male ich gleich drüber. Und jetzt oben. Meistens male ich erstmal der natürlichen Lippenform nach. Das wäre jetzt einfach so. Und dann fange ich hier hinten an, ganz leicht drüber zu ziehen, sodass ich über die Lippenform, über den Lippenrand komme. Seht ihr? Es sieht schon anders aus.
So, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr, falls ihr so einen leichten Flaum hier habt von den Haaren, dass ihr das entfernt, weil wenn man mit dem Stift drüber malt, dann sieht man, ja, dann malt man halt einfach diese ganz leichten Härchen an und das sieht man dann halt einfach und dann merkt man, oh, die Dame hat über den Rand gemalt. Und was ich dann jetzt mache, ist einfach mit dem Lip Liner die kompletten Lippen auszufüllen. Unten auch. So, fertig. Also das sind jetzt meine Lippen, wenn ich die leicht übermale. Ne? Also ihr seht, die sind schon ein bisschen voller, ein bisschen voluminöser und so, und hier könnt ihr nochmal sehen, wie meine übermalte Seite aussieht und wie meine normale Lippenform ist. So, und ich male jetzt euch nochmal die natürliche Lippenform nach, damit ihr vielleicht noch besser den Effekt seht. So, hier ist es schön übermalt, also ganz natürlich. Das sieht nicht so, ja, so krass übermalt aus. Man erkennt es eigentlich gar nicht. Und hier ist einfach meine natürlichen Lippenform. Der Lippenrand ist einfach natürlich nachgezogen. Und hier sieht man, glaube ich, auch ganz gut den Unterschied. Na, also hier ist sie richtig voluminös und voll und hier einfach normal. Eigentlich nur ein ganz kleiner Trick mit dem Übermalen und die Lippe sieht auf der Seite viel, viel voller und praller aus. So, und wie ihr seht, wirken die Lippen natürlich viel, viel voller. Das könnt ihr natürlich auch mit jeder Farbe machen, die ihr gerade habt. Also, ne, passender Lippenstift sollte immer dabei sein. Ihr könnt das natürlich auch jetzt so lassen, einfach nur mit dem Lip Liner. Ich trage jetzt aber noch den Lippenstift davon auf. Und so. So sieht das dann aus. Und damit das auch alles gut hält, würde ich jetzt sagen, einmal mit dem Tuch drüber und dann noch mal einen Lippenstiftschicht drauf. Und dann noch mal. So. Und die letzte Schicht. So. So, mit dieser Technik hält natürlich euer Lippenstift viel, viel länger. Jetzt könnt ihr essen und trinken und so weiter. Ihr solltet aber natürlich immer euren Lip Liner dabei haben, falls es doch dazu kommen sollte, beim Küsschen hier, Küsschen links, Küsschen rechts, dass euer Lippenrand ein bisschen über
verschmiert wird. Aber mit dieser Technik sollte es auf jeden Fall halten. Ihr könnt es, wie gesagt, mit den anderen Farben auch machen. Ihr solltet halt immer nur leicht über den Lippenrand malen. So gucken, dass es auch immer noch natürlich aussieht. Und ja, dann habt ihr volle Lippen. Auch wenn ihr kein Hyaluron drin habt oder sonst was. So sieht es aus. Ich zoome nochmal ran. Ja, das ist mein Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Kommi da lasst. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Tschüss!